Da war es damals kein deutsches Reinheitsgebot, sondern genau genommen ein bayerisches Reinheitsgebot. Und zwar haben zwei Ingolstädter Herzöge damals verfügt, dass man zum Bierbrauen nur Malz, Hopfen und Wasser hernehmen darf. Also diese drei Inhaltsstoffe, die heute noch Bestand haben, mehr darf man zum Bier oder dem Bier nicht dazugeben. Was ist jetzt mit der Bierhefe? Jeder Brauer schwört heute auf seine Bierhefe. Die hat es früher noch nicht gegeben. Bierhefe war noch nicht bekannt. Die hat man erst eigentlich im 18. Jahrhundert entdeckt, dass man, wenn man dem Brauvorgang eine bestimmte Hefekulturen zugibt, dann wird das Bier optimal vergoren. Vorher ist dieser Brauvorgang, nicht der Brauvorgang, sondern der Gärungsvorgang eigentlich durch wild angeflogene Hefen in Gang gesetzt worden. So wie es halt auch beim Wein funktioniert oder wenn man Most herstellt, der fängt irgendwann mal das Gären an und sowas mit dem Bier auch. Ich muss ehrlich sagen, Brauer sein war ein wenig eine kippliche Angelegenheit, denn von 10 angesetzten Biersuden sind eigentlich nur 7 etwas geworden. 3 musste man wieder wegkippen. Weil man also das mit der alkoholischen Gärung noch nicht so richtig im Griff gehabt hat. Deswegen gehört zu diesem Reinheitsgebot gehören also diese 3 uns bekannten Inhaltsstoffe. Ne? Alles andere gilt als Zusatzstoffe und es ist ja bei uns normalerweise nicht erwünscht oder nicht erlaubt. Kann man sich fragen, warum haben denn die Regenten das früher reglementiert? Weil ich muss dazu sagen, schon 1487, also ein paar Jahrzehnte früher, hat es in Bamberg ein gleiches Gesetz gegeben. Der damalige Fürstbischof von Bamberg, der hieß Heinrich Groß von Trockau, der hat auch damals hier in der Stadt verfügt, dass zum Bierbrauen nichts anderes genommen werden darf, wie diese 3 bekannten Inhaltsstoffe. Das hängt damit zusammen, man hat im Mittelalter Bier allerhand Substanzen beigegeben, um Bier zu aromatisieren. Das, was die Amerikaner heute machen oder was weiß ich in anderen Ländern, das haben wir damals auch gekannt und oft durchgeführt. Bier hat oftmals Gewürze beigegeben oder beigemengt bekommen oder auch Kräuter. Es gab die Kräuterbiere oder Grutbiere, so hat man die aromatisiert. Man hat aber Bier auch zum Beispiel Früchten beigemischt, Beeren oder auch andere Früchte. Man hat Bier zum Beispiel Substanzen beigegeben, die Bier länger haltbar machen sollten. Nicht nur der Hopfen war bekannt, sondern man hat auch Eichenblätter oder auch Eichen. Oh, grüß dich. Oh, grüß dich. Ich danke dir, ich danke dir. Wundern Sie sich nicht. Oh, goldig. Ja, ich bin nicht käuflich, aber... Wir sind auch im Domkollektiv. Das war mir noch schuldig. Also man hat eben verschiedene Substanzen reingegeben, um Bier länger haltbar zu machen. Efeublätter, Eichenblätter zum Beispiel. Und man hat Bier hochgiftige Substanzen beigemischt. Und zwar Stechapfel, Pilzenkraut, Fliegenpilz, Herbstzeitlose. Und das sind ja wirklich hochgiftige Substanzen. Und die haben die Rauschwirkung des Bieres damals gesteigert. Das sind ja halluzinogene Alkaloide. Ich habe lange geübt, bis ich das konnte. Also das heißt, wenn Bier nur 2-3% Alkohol hat, da hat man schon jede Menge in sich reintrichtern müssen, bis man ein wenig einen Rausch zusammengebracht hat. Und da hat man mit diesen Substanzen ein wenig Gas gegeben. Aber das bedeutete auch, dass viele Kunden hatten so einen Kopf drauf. Na, diese hochgradig giftigen Stoffe, die mussten schon wohl dosiert da reingemischt werden. Und das wollte man, das Gepansche wollte man damals mit solcher Gesetzgebung unterbinden. Aber was nützen Gesetze, wenn sie keiner quasi kontrolliert? Und deshalb hat es hier bei uns in Bamberg immer Bierkontrolleure gegeben, die sogenannten Bierkieser. Die haben Biere getestet. Die sind also von Brauerei zu Brauerei gezogen. Die waren vereidigt, also die mussten unter Eid schwören, dass sie nicht bestechlich sind und dass sie quasi ihre Arbeit wirklich, also ordentlich machen und eben nicht da irgendwo einen Schmäh treiben oder einen Schmuh treiben. Auf jeden Fall, die waren auch angehalten, dass sie höchstens 3 Brauereien pro Tag testen, also nicht mehr, ne? Man ging ja auch nicht mehr, ne? Weil man zum Biertesten schon 2-3 Seidler Bier im Durchschnitt trinken müssen. Und die haben das Bier nicht nur mit dem Auge getestet oder angeschaut, wie muss es ausschauen, goldgelb und schaumig, na, prickelnd halt, sondern die haben das Bier natürlich auch über die Geschmacksnerven getestet.
Deswegen durften sie zum Beispiel am Tag vorher nicht rauchen, sie durften nichts Geräuchertes essen, sie durften nichts Süßes gegessen haben, sie durften keinen Käse gegessen haben. Letztendlich haben sie wahrscheinlich am Tag vorher bloß ein Brot essen dürfen. Damit also die Geschmacksknospen völlig sensibilisiert waren. Und diese Bierkieser, die haben Bier aber auch auf andere Art und Weise getestet. Die haben oft das Seidlerbier auf einer Holzbank ausgeschüttet und haben sich dann mit ihren Lederhosen draufgesetzt. Und da waren sie dann ein paar Stunden gesessen, ne, und haben natürlich weiter Bier getestet. Und bei einem Kommando mussten dann diese Bierkieser gleichzeitig aufstehen. Und wenn die Bierbank am Arsch kleben geblieben ist, dann ist das Bier für gut befunden worden, weil dann war es kein Dünnbier. Dann war der Malzgehalt entsprechend hoch. Also so haben die das auch testen können oder getestet. Also man muss nur wissen, wie man es ein wenig macht. Ne? Ja, und sind natürlich auch die Brauer bestraft worden, wenn sie ihren Kunden ein untrinkbares Gesüff vorgesetzt haben. Und zwar hat man sie nicht mit einer Geldstrafe damals belegt, sondern man hat ihr Bier einfach unentgeltlich an die Armen ausgeschenkt. Die haben sich oft mit schlecht schmeckendem oder saurem Bier begnügt. Oder man hat das Bier in die Regnitz entsorgt. Also man ist, wie gesagt, nicht mit dem Geld bestraft worden und trotzdem war das eine große finanzielle Einbuße, denn früher konnte man untergäriges Bier nur in der kalten Jahreszeit brauen. Das heißt, wenn einem da so ein Bierkontingent vernichtet wurde, dann hat man über Wochen kein Bier mehr zum Ausschank zur Verfügung gehabt und im Sommer hat man überhaupt nichts mehr gehabt, hat man auch keine finanzielle Einnahmequelle mehr gehabt. Aber es sind nicht nur die Brauer bestraft worden, sondern auch die Kunden, wenn sie sich so ein Getränk haben vorsetzen lassen. Und sie sind bestraft worden dafür, wenn sie es nicht angezeigt haben. Und zwar hat man die einen Tag, war ganz schwer, weil einen Tag hat man ja dann nicht mehr arbeiten, sein Geld verdienen können. Einen Tag sind sie in Kerker gesperrt worden, ganz sicher bei Wasser und Brot. Das Brot war ja nicht so schlimm, aber das Wasser hatte den Kerker noch. Also auch ein Kunde war verpflichtet zu sagen, bei dem Brauer oder bei dem Büttner gibt es kein gescheites Bier. Also da hat die Obrigkeit einen großen Wert drauf gelegt. Da oben am Domberg könnte man heute glatt verhungern und verdürsten. Da gibt es nur wegen was für Seelenheil. Also hier gibt es ja außer dem Kaffee im Rosengartenweide keine gastronomische Einrichtung, außer der Torschuss da vorne noch. Ne? Aber hier oben ist ja auch die fränkische Vatikanstadt. Ne? Früher war das aber anders. Hinten in der alten Hofhaltung, da waren ja nicht nur die Dienstboten und das Gesinde untergebracht, sondern da gab es immer Handwerker, die mussten vor Ort sein. Und so ein Handwerker war zum einen der Hofschmied. Es musste in der Hofhaltung immer einen Hofschmied geben und es war immer ein Büttner vor Ort. Also in der Hofhaltung ist früher auch Bier gebraut worden. Dazu haben sie natürlich das Wasser nicht unten vor der Regnitz raufgeschlafen, sondern in der Hofhaltung ist ja heute noch das Brunnenhaus. Also da hat es schon immer einen Brunnen gegeben, wo man nicht nur Menschen oder Tiere versorgen konnte, sondern wo man auch das Brauwasser schöpfen konnte. Jetzt gehen wir nochmal runter.